Umwelt retten will, muss ich nicht unbedingt bei Demos an Bäume ketten. Energiesparen bringt viel und funktioniert überall. Zum Beispiel zu Hause. Jeder Fernseher braucht Strom, auch wenn er gar nicht läuft. Mit Hilfe einer Steckerleiste kann man die Standby-Geräte im Haushalt ausschalten. Das spart 80 Euro im Jahr. Und wir könnten 3 Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Energiesparen für unterwegs gibt's auch. Mittags Apple Boy in Frankfurt und abends Rotwein in Paris. Kein Problem. Aber wer fliegt, erzeugt 8-mal so viel CO2 wie ein ICE-Passagier, der mit allem drum und dran genauso schnell da ist. Und auch wer das Auto nimmt, ist nicht nur langsamer, sondern gleich 6-mal so klimaschädlich. Selbst beim Essen kannst du auf die Umwelt achten. Mal ohne Fleisch entlastet die Waage und die Atmosphäre. Denn Viehzucht ist der größte Verursacher von klimaschädlichem Methan. Und beim Kochen immer Deckel drauf. Geht schneller und braucht nur ein Viertel der Energie. Und übrigens, Bahnbonuspunkte sammeln ist auch gut für die Umwelt. Spendet ganz einfach dem Verein Bergwaldprojekt eure Prämienpunkte für die Pflanzung neuer Bäume und gebt so etwas der Natur zurück. Danke an alle, denen es Spaß macht, etwas Gutes zu tun. Für frischere Luft, besseres Klima und eine gesunde Umwelt. Und natürlich auch für euch. Deutsche Bahn. Zukunft bewegen.